Lösung kriegen. Edwin Jumel ist bei mir. Edwin, du bist Kunstschmied. Der Schmied von Frammern ist ja eigentlich ein aussterbender Beruf, oder? Ich glaube, es gibt nicht mehr viele in Deutschland, die wo wirklich am Feuer stehen. Und das zeichnet unsere Schmiede in Oberframmern wirklich aus. Und warum hast du so einen Beruf noch ergriffen? Weil da gibt es ja tausend andere Sachen, Computertechniker oder eben auch Friseur oder sonst irgendwie sowas. Warum bist jetzt du ausgerechnet Schmied geworden? Das ist rein theoretisch ein bisschen eine längere Geschichte. Ich sage jetzt mal, um es kurz zu fassen, eigentlich bin ich aus einer Friseurfamilie. Genau. Bei uns sind in der Familie eigentlich alle in die Friseurbranche gegangen. Bloß bei mir war es so, ich war als Kind schon allergisch gegen diese ganzen Friseur-Haarprodukte und sehr empfindlich darauf. Und mein Schwager, Dieter Keil, dem auch unsere Schmiede gehört, ist eben Kunstschmied. Und da lag es ziemlich nah, weil ich als Sohn, als Kind schon immer Lust hatte, da mit in die Werkstatt und mitzubasteln und einmal wirklich am Amboss zu stehen. Und natürlich ist man interessiert an Ritterrüstungen als kleiner Junge. Ja, klar, der schwarze Ritter, das war der Held. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mir die Finger verbrannt habe, da, wo wir da Speerspitzen mit meinem Neffen zusammen geschmiedet haben und dann zack, hast du da mal hingelangt. Und irgendwie lag das dann auf der Hand. Irgendwas Handwerkliches wollte ich immer machen. Und dann bin ich genau zufällig bei meinem Traumberuf gelandet eigentlich, kannst du sagen. Also das war eine richtige Fügung, weil sonst würdest du heute wahrscheinlich irgendwann am Waschbecken stehen und Köpfe waschen. Gut möglich. Ja. Gut möglich. Der Allergie wollte ich auch immer werden. Ja, echt? Ja, total. Dann warst du am Anfang wahrscheinlich traurig, dass es nicht geklappt hat und jetzt bist du froh. Genau. Sehr gut. So ist es. So kann es gehen. Wir ratschen gleich noch weiter. Jetzt schauen wir mal, was unser Kennspiel denn heute macht, denn mittlerweile dürften wir jemanden am Telefon haben, der die Lösung weiß. Wer spricht denn dort? Hier ist Michael Sporer. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie ist denn Ihr Name bitte? Heidi Neumeier. Frau Neumeier. Guten Tag. Haben wir schon mal telefoniert miteinander? Nein. Nicht? Nein. Kam mir gerade irgendwie so bekannt vor. Es hat in meinen Ohren geklingelt. Aber Neumeier ist jetzt auch nicht so selten wie Edwin, der Name. Sie wissen Bescheid über unser heutiges Kennspiel. Was könnte das sein? Gößweinstein. Gößweinstein? Ja. Woher wissen Sie das? Ich war schon öfters dort. Naja, gut. Okay. Ich versuche immer, die Leute da noch ein bisschen zu verwirren, wenn sie nicht ganz sicher sind. Aber wenn sie schon dort waren, dann dürften sie einiges von den Bildern auch erkannt haben, oder? Ja. Wollen wir uns gemeinsam mal die Lösung anschauen? Ja, auf jeden Fall. Hätten Sie das Backbuch denn wirklich gerne? Sehr gerne, ich backe sehr gerne. Also Sie brauchen das um alles in der Welt, oder? Um alles in der Welt. Na dann, schauen wir mal auf die Lösung. Da, wo der Punkt blinkt, ist die Basilika Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz. Das wissen Sie, Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn ließ ab 1739 die heutige Wallfahrtskirche von Rokoko-Baumeister Balthasar Neumann errichten. Und dieser Balthasar Neumann, Frau Neumeier, der bringt Ihnen mit seiner Basilika Gößweinstein dieses Buch ein. Schauen Sie mal. Freue ich mich riesig drüber. Da sind so viele tolle Rezepte drin. Das gibt es erst seit Anfang der Woche im gut sortierten Buchhandel. Sie sehen es jetzt auch noch mal mit unserer Kennspiel-Urkunde eingeblendet. Also wenn Sie das befolgen, was da drinnen steht, sind Sie der König in der Backstube. Die Königin. Super. Gell? Freue mich riesig. Und heute auch nicht vergessen, Apfel-Mascarpone-Kuchen von Martin Rössler. Gibt es später auch noch, okay? Schaue ich auf jeden Fall zu. Prima. Einen schönen Nachmittag noch für Sie. Genießen Sie das Wochenende. Ihnen auch. Dankeschön. Für Gott, Servus. Tschüss. So, jetzt haben wir noch jemanden glücklich gemacht in den 2 Minuten und jetzt ratschen wir mal weiter über die tollen Geschichten, die du da machst. Du hast gesagt, die Leidenschaft für die Ritter hat sich als Bub schon ergeben. Warum waren es denn ausgerechnet die Ritter? Viele finden ja auch Lokomotivführer toll oder Cowboy und Indianer. Was hat dich an den Rittern so fasziniert und tut's heute noch? Du wirst lachen. Ich war früher zum Beispiel im Fasching, bin ich nie als Ritter gegangen. Sondern da war ich eher so auf der Cowboy- und Indianerschiene. Aha, schau. Und als ich dann in die Schmiedelehre ging, dann war das alles schon ein bisschen interessanter. Messerschmieden. Weißt, einfach was wirklich berufsnah ist. Das sind ja alles handgemachte Dinge. Das ist alles von dir gemacht, was du hier... Ja, das ist ein sogenannter Schweizer Dolch. Aha. Wer hat sowas getragen zum Beispiel? Sowas haben Ritter. Ritter. Wirklich, sowas ist mit in die Schlacht genommen worden. Und
Diese Rüstungen, die du ja auch machst, sind die der aufwendigere Teil oder sind es eher die Waffen, die aufwendig sind? Das ist je nachdem, wie aufwendig man es gestaltet. Es gibt natürlich sehr einfache Waffen, sage ich jetzt einmal, und es gibt auch relativ einfache Rüstungen. Und wenn man es richtig ernst und authentisch betreibt, dann ist beides sehr aufwendig. Also wir haben ja da auch einige von diesen Rüstungen dort, die wir gerade auch schon immer so gesehen haben. Schauen wir uns jetzt mal eine beispielsweise ein bisschen genauer an. Keine Ahnung, was ist denn das hier? Zum Beispiel? Das hier da vorne für eine. Die erste hier? Ja, die allererste zum Beispiel. Die allererste hier. Gehen wir jetzt mal drauf, die jetzt ins Bild kommt. Ich wollte gerade sagen, der kommt mir irgendwie bekannt vor mit dem Helm da. Ja, denn ich muss dazu sagen, diesen Brustpanzer habe ich nicht angefertigt. Ah, okay. Sondern den habe ich umgebaut für einen Film und den Helm habe ich dazu gemacht. Das war ein Film von Christoph Maria Herbst oder mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle als Don Quixote. Verstehe. Und ich wurde beauftragt, diese Rüstungen dementsprechend umzubauen, dass sie also wirklich filmreif sind. Aber die daneben ist zum Beispiel die schwarze. Ja? Also das da sehen wir hier noch so ein Detail von der Don Quixote-Rüstung. Aber die jetzt gleich daneben ins Bild kommt, die hast du jetzt selber gemacht, oder? Ja, ich glaube, man sieht das da beide da zum Beispiel. Genau. Das ist eine typische gotische Schaller. So was hat man bei uns im 15. Jahrhundert getragen. Und eine das Schaller. Ist also, aha. Schaller nennt man das. Das ist eine Vollvisier-Schaller. Das ist der Fachbegriff für diesen Helm, diese Helmform. Wahnsinn. Wie viel Arbeit steckt denn in so einem Ding drin? Ich sage jetzt einmal, der Helm hat über 80 Arbeitsstunden. Also nur der Helm. Es ist ein Wahnsinn. Wenn ich der wird komplett wirklich von Hand geklopft. Dann wird das ganze Messing, was da dran ist, es wird alles von Hand bearbeitet. Da ist jede Niete, alles ist da wirklich handgefeilt. Ganz ehrlich, einfach, du musst dir vorstellen, du hast ein flaches Blech und da klopfst du diesen Helm da raus. Da klopft der Helm raus. Wenn ich sowas mir von dir anfertigen lassen würde, was würde so eine Rüstung, wie sie da ist, zum Beispiel kosten? In dieser Perfektion, wie du sie da hast, in etwa? Boah. Ich sage jetzt einmal zum Beispiel diesen mittleren, wo wir da jetzt gerade mit diesem Schaller gesehen haben, mit dem Kürass, das ist der Brustpanzer, das nennt man Kürass, bist du bei locker 5.000 Euro. Zusammen, nur der Helm und der Kürass. Also da muss man schon ein bisschen Spaß haben an diesem Hobby und noch ein bisschen Geld übrig haben. Und die rechts daneben ist noch aufwendiger. Ja. Die mit dem Leder vorne noch drauf. Ja, okay, alles klar. Das Leder lässt du dir dann von dem Sattler drauf machen? Oder nein, machst das mache ich auch selber. Machst du auch selber? Ich habe mir allerdings bei diesem Kürass helfen lassen von einem Bekannten, Uli König heißt er. Der ist mit meinem Schwager zufällig in die Lehre gegangen. Aha. Und den habe ich kennengelernt und der hat sich auf Leder spezialisiert und der hat mir hier also wahnsinnig viel geholfen, wie man das Leder nass dann wirklich über diese runde Form bringt, weil das ist wirklich aus einem Stück, da ist dann diese Spange, die wo da drüber geht in der Mitte, das alles was schwarz ist, ist übrigens nicht irgendwie lackiert, sondern das ist alles hochglanzpoliert und brüniert, also da ist kein Lack oder irgendwas drauf. Unfassbar. Das ist also wirklich Handwerkskunst. Sag mal, wie passgenau kann so eine Rüstung sein, wenn ich mir diese Ritter früher vorstelle? So ein Ding ist ja schwer. Was wiegt die? Also nur der große Kürass zum Beispiel wiegt 9,5 Kilo. 9,5 Kilo. Nur der Brustpanzer. Und dann haben wir noch ein bisschen, 2,5 Kilo bisschen mehr Spaß angehabt als nur das. Du bist voll gerüstet. Wie passgenau geht sowas? Du hast irgendwo habe ich was von dir gelesen. Da kann ich sogar Purzelbäume schlagen damit oder sowas. Durchaus. Also du bist natürlich irgendwo gehandicapt in deiner Bewegung, aber ich sage jetzt einmal, je nachdem, ob es jetzt zum Beispiel ein Fußkämpfer war, der hat dann ein bisschen größere Armausschnitte gehabt, dass du also wirklich, du musst ja mit dem Schwert hantieren können und alles. Und die ist einfach, wenn die wirklich gut gemacht ist, kannst du damit definitiv einen Sprint hinlegen. Du kannst einen Purzelbaum schlagen, du kannst über einen Zaun hüpfen im Lauf, also das geht. Also, aber es muss einfach, du bist verdammt gut drauf und hast eine Mordskondition. Das waren auch Athleten früher, die waren wirklich durchtrainiert. Was ich hier noch habe, hat jetzt, soweit ich es erkennen kann, mit einer Ritterrüstung nicht viel zu tun. Das fällt mir nur gerade auf. Es ist ein goldener Schlüssel. Warum hast du den gemacht oder warum liegt der da? Ich war Faschingsprinz bei der Nachhalla. Ach so. Vor ein paar Jahren und in München. Nein, der Münchner Faschingsgeschäft, die Nachhalla, ja. Aha. Und dann haben wir gesagt, wir könnten mal einen neuen, schöneren Stadtschlüssel für München brauchen. Und den Schlüssel hatte ich zu Hause.
Den haben wir mal bei uns in der Werkstatt als Ausstellungsstück gemacht. Ach so. Und seitdem hat die Stadt München einen neuen Stadtschlüssel. Heißt es, übersetzt, dass der Schlüssel zur Stadt München, wenn nicht gerade Faschingszeit ist, in Oberfrauen liegt? Bingo. Ja, das ist ja fast ein Skandal. Das war, weiß das, das Rathaus Skandal, in der Form. Gell? Das ist ja, oh, ganz schön schwer, sagen wir mal, der wiegt ja auch einiges. Ja, der hat ein richtiges Gewicht. Also, das ist super spannend, was du uns da erzählst. Und du bist mit deinen Rüstungen mittlerweile so weit, dass du es auch schon auf die Leinwand der großen Kino- und Filmtheater geschafft hast. Wie das funktioniert hat, darüber sprechen wir gleich noch in ein paar Minuten. Okay? Alles klar. Der Etui. Und jetzt, liebe Zuschauer, besuchen wir eine Dame. Sie heißt Irmgard Popp, kommt aus Hausen. Das ist im Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz. Und diese Dame hat in jahrelanger Arbeit ein Schmuckstück geschaffen. Nein, kein handgeschmiedetes. Es hat